als Holzverbindung habe ich bei meinem Stuhlbauprojekt lose Zapfen verwendet. Diese losen Zapfen haben mehrere Vorteile, oder für mich zumindest mehrere Vorteile. Einmal ist die Holzverbindung genauso gut wie beim konventionellen Zapfen. Also von der Belastbarkeit her entspricht das einem konventionellen Zapfen. Wenn man die Seitenzwerge hier einsetzt und man würde das beim konventionellen Zapfen machen, dann müsste man eben dieses Stück hier, was in die Nut vom Stuhlbein reinragt, stehen lassen und entsprechend hier in dieser Form an beiden Seiten versetzt dann ausschneiden. Das ist nicht immer ganz einfach, gerade wenn man hier so eine Shifterverbindung ist, wo es nach beiden Seiten weggeht. Deswegen habe ich mich entschieden, hier das mit losen Zapfen zu machen. Bei den losen Zapfen braucht man eben jetzt keine Rücksicht mehr auf den zusätzlichen Teil nehmen, der hier in der Stuhlbein reinragt, sondern das kann man im Prinzip nachher machen. Das heißt also, man kann erstmal die Form entwickeln so und hat dann nachher die Möglichkeit, den Zapfen einzubringen. Das macht man einfach, indem man in die Zarge und in der Stuhlbein jeweils eine Nut fräst. Und ich habe das unter Zuhilfenahme meiner losen Zapfenvorrichtung gemacht. Das klappte ganz hervorragend. Da konnte man auch sehr gut hier diese sogenannten Shifterverbindungen mit herstellen. Das hat also sehr gut geklappt. Interessant an dieser Seite, und da werde ich hier bei dem Video noch mal ein bisschen drauf eingehen, ist hier diese Stelle an dem Stuhlbein, wo sich die Verbindungen treffen. Hinten ist auch die Belastung ziemlich stark, deswegen habe ich diese Verbindung auch in der Mitte gelassen und auch einen langen Zapfen genommen. Und dadurch, dass der natürlich dann in der Mitte ist, kann von den Seiten her für die hintere Zarge natürlich jetzt hier die Zapfen nicht mehr ganz so tief reingesetzt werden. Und um diese Schwächung dann auszugleichen, habe ich den L2 genommen, wie man das hier so sehen kann. Und die werden dann hier eingefügt und so. Und der Plan ist dann, dadurch, dass das zwei sind, dass die Verbindung entsprechend stabil ist. Wenn man das von oben sieht, sieht man auch, dass die hintere Querzarge ziemlich breit ist. Das habe ich also bewusst so gemacht, damit man hier die Kräfte so ein bisschen aufteilen kann und ein bisschen abfangen kann. Das Problematische an der Geschichte ist, dass man die Abstände zwischen den beiden Routen hier exakt gleich hinkriegt. Und sowas, das mache ich natürlich dann möglichst nicht nach Aufmaß. Das kann man auch, das klappt auch einigermaßen. Nur am besten ist, das gar nicht groß mit dem Messen zu machen, sondern einfach hier mit einem Abstandsbrett, was man sich dafür macht, dass man sowohl hier als auch hier beim Fräsen dazwischen legt. Also bei dem Versatz des Anschlags, sodass es eben nicht hier ausgemessen wird, sondern der Versatz von den beiden Dingern nur durch dieses Brettchen vorgegeben wird. So ist das eben immer identisch und es klappt ganz gut. Die Herstellung der losen Zapfen ist an sich selbsterklärend. Es werden aus einer Leiste ähnlich dieser hier hergestellt. Die Stärke der Leiste richtet sich nach der Nut, oder genauer gesagt nach dem Nutfräser, den man verwendet. Und wenn man zum Beispiel einen 8 mm Nutfräser verwendet, dann muss eben diese Leiste 8 mm
stark sein. Diese Stärke kriegt man am besten hin, indem man sie durch einen Dicknobel schiebt. Ja, wenn man das dann so weit ausgehobelt hat, man sollte das so einen Hauch stärker als die 8 mm lassen, um es dann nachher vernünftig anzupassen. Dann würde man einfach am Abrundfräser hier die Rundung machen, also viermal dran lang schieben. Am besten eingespannt im Frästisch. Und danach schneidet man eben die Zapfen auf die gewünschte Länge. Das kann man ganz gut mit der Kappsäge machen oder man kann es auch an der Tischkreissäge machen. Um die Zapfen nachher einzupassen, also wenn Sie jetzt zum Beispiel hier bei dieser Verbindung ja, schon noch so ein ganz bisschen zu stramm reingehen, dann haben wir so eine Saisoniersvorrichtung. Hier einfach ein Stück einfach mal eine Leiste auf die so ein Reststück aufgeleimt worden ist. Das Reststück muss so ein Hauch dünner sein als der Zapfen, also weiß ich, 7 mm oder so oder 6. Jedenfalls kann man den dann da vorlegen und einfach mit dem Hobel ein paar Striche rüberziehen. Und das kann man dann auf beiden Seiten machen. Man kann das auch nur auf einer Seite machen, um das so ein bisschen anzupassen. Und schon geht die, hat man eine, oder kann man die Verbindung super gut anpassen. Hier kommt die lose Zapfenvorrichtung zum Einsatz. Als erstes wird das Stuhlbein eingespannt. Dann erfolgt die erste Fräsung. Das Distanz- oder Abstandsholz wird umgesetzt. Und dann erfolgt die zweite Fräsung.
hintere Querzarge wird in die lose Zapfenvorrichtung eingespannt. Hier sieht man es von unten. Und wird dann auch gefräst. Zuerst die erste Nut und dann wieder versetzt in das Abstandholz die zweite Nut.